Wieso verlierst denn du deine Hose? Diese Verrückten. Awesome. Einfach awesome. Könnte zu nah sein. Wetter spielt nicht mit. Wir fahren einfach irgendwo hin, lassen uns treiben, üben vielleicht ein paar Sachen und schauen mal, was so geht. Typisch Gewohnheitstiere. Das Wetter hat sich etwas gebessert und wir sind zum Rosskopf gefahren. Diese Verrückten. Hier gibt es nämlich die Sektion 5 von der Borderline. Mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall steht ja auch noch der Canadian Trail an. Den müssen wir auf jeden Fall noch erreichen. Ach, heute wird es schwierig, aber er kommt auf jeden Fall noch. Ich verspreche es. Bleibt dran. Da sind wir endlich, Canadian Trail, und zwar fast ganz oben, Sektion 1, und alle so, yay! Alle so, yay? Sauber, bis auf Ellie, die steigt erst in Sektion 2 ein und kommt dann dazu. Es gibt noch eine Sektion 0, da kommt aber nicht ganz so viel Flow auf, die haben wir ausgelassen. Aber hier ist quasi das offizielle Schild, also geht's hier los. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Canadian Trail in voller Länge, ab Sektion 1, geht los. So. Du fährst vor, du bist den ja laut eigener Aussage schon 250 Mal gefahren dieses Jahr. Direkt die Sattelstütze verstellt. So, erstmal richtig auf die Pedale stellen hier. Und da hat euch mein alter Ego leider etwas belogen. Die wirklich wahre ganze Abfahrt vom Canadian Trail, die gibt's in einem extra POV-Video, was ich euch natürlich hier nochmal verlinken werde. Huch. Huch, huch. Huch zeugt immer von sehr viel Sicherheit auf dem Trail. Ah. Irgendwie hatte meine Hose, was ist denn da los? Wieso verlierst du deine Hose? Ich muss zugeben, ich wäre sogar schon so weit. Sektion Nummer 2. Ach, hier ging's lang. Was ist das für ein Stein? Wo kommt der denn her? Ein Racer. Sektion Nummer 4.
kleiner Puschelmann. Vröm, vröm. Sektion Nummer 5. Da schmeißt er mit Stein. So ein Frechdachs. Oh no. Oh no. Oh. Uah. Woo. Oh. Oh. Was ist das lose? Das Fernrohr setzt sich hinter mir zerbröselt. Ach Quatsch. Okay. Sektion 6. Hoppala. Naja, beim nächsten Mal. Da habe ich mich gerade auf meinen Antrieb konzentriert. Hab voll die Abfahrt verschisselt. Was ist denn das jetzt? 7 und dann geht's nahtlos in die 8 und die 9 über. Nummer 8. Und die 9. Canadian Trail. Check. Ist jetzt der auch einmal komplett festgehalten. Nicht die galanteste Art, diesmal runterzukommen. Waren ein, zwei Spratzer drin, nicht so die Bestform heute. Aber fast eine Woche jetzt in Freiburg unterwegs gewesen. Die Oberschenkel brennen jetzt schon ordentlich. Ja, ich finde immer eine Ausrede. Und ja, ich glaube, langsam neigt sich hier das Ganze auch zum Ende. Hat wieder wie immer auch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir gehen jetzt noch mal gucken, ob es irgendwas zu trinken gibt. Ich würde sagen, danke für die Aufmerksamkeit, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!